So, hallöchen, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part meiner Slave Aspire, I guess, Run-Serie, Reihe, wie auch immer, LP-Reihe, wie auch immer, whatever. In der letzten Folge habe ich einen neuen Run gestartet. Allerdings könnt ihr hier vielleicht schon sehen, dass hier kein Continue-Knopf ist. In der Grundzüge ist ganz einfach. Der letzte Run war eine furchtbare Fehlzündung, die direkt nach 1, 2, 3, wie viele Floors sind es? Nach 10 Floors. Nach 10 Floors gestorben ist der Run. Ja. Nach 10 Floors ist der letzte Run gestorben. Das war eine furchtbare Fehlzündung, der Run. Was ist eine furchtbare Fehlzündung? An sich war der Run gar nicht mehr so schlecht, wie ihr vielleicht schon seht. Das geht eigentlich schon irgendwo klar. Das Problemchen ist nur die klitzekleine Tatsache, dass ich beschlossen habe, etwas mehr unsafe zu spielen. Oder mit Absicht etwas unsafe zu spielen, weil ich mir so dachte, so, ja, spielen wir mal ein bisschen risky. Vielleicht wird es dadurch ein umso besserer Run. Allerdings hat dieses Risiko leider nicht outgepaid, I guess, könnte man sagen. So, wo haben wir den Ultra Elite? Da haben wir den. Okay, interesting. Eh relativ gegen Ende. Ist also eh noch alles offen quasi, egal wo wir hier unten starten. Ich würde sagen, wir gucken erstmal, was wir für schöne Optionen kriegen, wenn wir jetzt hier mit dem lieben Riesenwal talken. Ja, da haben wir nicht viel zur Auswahl, würde ich sagen. Deswegen, I guess, Max Level plus 7 wird es sein, weil, Enemies in the next combats have 1 HP ist jetzt nicht so, nicht so berauschend, nicht so ultra krass, würde ich behaupten. Let's see. So, die Route rechts gefällt mir, weil es einen Shop direkt am Anfang gibt, aber wir haben so viel Gold noch gar nicht. Das hätte mir jetzt hier ganz gut gefallen, wenn wir jetzt hier plus 100 Gold direkt gehabt hätten. Dann hätte ich da vielleicht mal vorbeigeguckt im Shop. So ist das ein Faktor, den ich jetzt nicht wirklich großartig considern würde. Als Upside meine ich jetzt. Da hätten wir noch ein Resting Site und dann einen Shop. Und dann da den Ultra Elite. Okay. Ich muss sagen, diese Formel gefällt mir schon ganz gut. Hier haben wir noch ein Fragezeichen vorher, dann kommen wir vielleicht von hier irgendwie. Und würden dann hier entweder den Elite, nehmen wir dann Elite mit, das ist relativ early noch. Early zu Elite mitnehmen ist die Frage. Doch, wir nehmen glaube ich den Elite mit. Oder wir nehmen hier den Shop mit, oder dann würden wir zwei Shops hier haben. Mal schauen, ich würde aber sagen, wir starten auf jeden Fall hier, weil hier sind viele Fragezeichen, in jedem Falle. Und Fragezeichen im ersten Akt mag ich immer ganz gerne. So, 11 Block bräuchten wir bitte einmal. 11 Block kriegen wir mit Hilfe von Vigilance und Defend, würde ich sagen. Und dann spielen wir unser Miracle einfach mal, weil warum nicht. Wunderbar, jetzt will er sich hochbuffen, das heißt ein wunderprächtiger Zug, um hier einfach mal eben schnell Eruption zu spielen und dafür zu sorgen, dass wir hier im nächsten Zug Lethal haben werden. Also davon gehe ich zumindest einfach mal aus. Da dreiste ich mich mal dazu, einfach davon auszugehen, dass wir da Lethal haben. Und in der Tat, wir haben Lethal. Sweet Potion, okay. Wallop Indignation. If you are in Wrath, apply free vulnerable to all enemies, otherwise enter Wrath. Okay, das wäre schon mal ein Way into Wrath. Apply 5 vulnerable. Oh, okay. That's not bad. Upgraded. Empty Body ist auch nicht schlecht. Gain 10 Blocks, sind wir auch ganz solid. Deal 9 Damage, gain Block equal to unblock Damage dealt. Auch nicht schlecht in der Tat. Eine Offensive und gleichzeitig Defensive Option. Vor allem funktioniert das ganz gut mit Wrath auch, ne? Würde ich mal behaupten. Also in der Regel, Early Game braucht man aber erstmal ein paar Wege out of Wrath. So ist meine persönliche Erfahrung. Einfach nur, um consistently rein und rauszukommen. Und das Rauskommen ist halt auch immer relativ wichtig. Deswegen Empty Body würde ich jetzt hier fast schon besser finden als Indignation. Aber noch besser finde ich Wallop eventuell sogar. Weil das halt auch mit Wrath sich extrem krass hochstackt und gleichzeitig auch eine defensive Option ist. 9x2 macht halt schon 18, 12x2 macht sogar 24. Das heißt, damit kann man ordentlich was an Block gathern und getten und kriegen. Deswegen, ich glaube, die nehmen wir mal mit. Ich glaube, die nehmen wir mal mit. Die Karte gefällt mir ganz gut. So, Ominous Forge. You dug into a small hut. Inside you find what appears to be a forge. The smithing tools are covered with dust. Yet a fire roars inside the furnace. You feel on edge. So, wir können eine Karte upgraden oder wir kriegen jetzt halt hier die Warp Tongs. Die Warp Tongs und dann haben wir wieder hier die Paint Curse weg. Allerdings ist der nächste Shop gar nicht mal so weit entfernt. Wir haben viele Fragezeichen davor. Also nehmen wir dann vielleicht doch hier die Route über den Shop, dann ergänzt hier über den Early Shop. Ich glaube, wir nehmen die Warp Tongs mit und gehen dann einfach hier zu dem Shop und entfernen dann gleich da die Curse. Und das gefällt mir ganz gut. Die Warp Tongs sind nämlich sehr, sehr gut. At the start of your turn, upgrade a random card in your hand for the rest of combat ist natürlich schon ein verdammt guter Effekt. Ich würde sagen, die nehmen wir mal mit, würde ich sagen. You decide to see. If you can find anything of use after uncovering tarps, looking for boxes and checking nooks and crannies, you find a dust-covered relic.
Taking the relic you can't shake. A sudden feeling of sharp pain. As you exit the hut, maybe you disturb some sort of spirit. Ja gut, so wunderbar. Damit haben wir hier schon die Tongs. Leider müssen wir hier, damit diese Curses ja noch mitnehmen. Lief, aber die werden wir jetzt hier gleich entfernen können. Ich hoffe mal, dass das hier wirklich alles keine Combat sein werden. Ja, oder wir entfernen einfach noch besser. Ich würde sagen, noch besser, ne? Ja, noch besser. Es sei denn, ich finde hier irgendwas Besseres als die Curse zu removen, aber die ist schon verdammt nervig. Was haben wir denn hier? Evaluate, Nirvana, whenever you scry gain, free block, put a miracle plus into your hand at the start of your next X turns. Okay. Auch interesting. Retain, deal 20 damage when retained, lower its cost by 1 with combat. Panic Button. Na, ich glaube, wir werden einfach mal Card Removal Services hier nutzen und werden einfach erstmal unsere Curse loswerden. Und ansonsten würde ich sagen, sparen wir jetzt einfach erstmal. Ich sehe jetzt hier nichts, was ich so gut finden würde, dass ich sagen würde, das muss ich jetzt unbedingt mitnehmen, denn gleich kommt gleich eh noch ein Shop. Also von den Sachen, die wir uns leisten können, aka diese eine Karte hier. Gain 6 Block, Shuffle, Insight into your Drop halt. Ich glaube, wir skippen hier einfach erstmal. Evaluate die Karte, die skippen wir jetzt einfach erstmal. Vielleicht werden wir sie später noch mitnehmen, aber jetzt erstmal noch nicht. Sagen wir warten erstmal ab, was wir im nächsten Shop kriegen, was dann wahrscheinlich doch erstmal wieder der hier sein wird, weil dieser Shop hier, da werden wir kaum Geld haben jetzt gleich, nachdem ich jetzt gerade schon Geld ausgeben musste, in Anführungszeichen, oder ausgegeben habe, I guess. You find a shimmering mass of light encompassing the center of room. Its warm glow and enchanting patterns invite you in. Ich glaube, wir upgraden hier mal zwei Karten, würde ich sagen. Enter upgrade to random cards, lose 16 HP. Zwei Defense geupgradet. Ist auf jeden Fall besser als zwei Strikes daraus zu upgraden. As you walk through the light, you notice that the light is absorbed into you. It's scorching hot, however pain quickly recedes, you feel invigorated, as though you received a well-deserved slap. So, nächstes Fragezeichen bitte. You walk into a room to find a large hole in the ground. As you approach the hole, an enormous serpent creature appears from within. Ho ho, hello hello, what have we got here? Hello adventurer, I ask a simple question. The most fulfilling of lives is that in which you can buy anything, do you agree? So, die Frage ist, ob wir jetzt hier green oder nicht. Ich glaube, die Curse Removen kostet mich 100 Gold. Das heißt, aber das Ding ist, ich habe aktuell halt trotzdem kaum Gold. Damit würde ich auf 200 Gold ungefähr stehen. Von denen ich 100 wiederum removen müsste. Ich glaube, es macht keinen Sinn, es hier zu nehmen, tatsächlich. Die Curse ist, wobei so nervig ist die Curse halt auch nicht, ne? Aber wir haben ein relativ kleines Deck, wodurch die Curse dann wiederum amplified wird, weil ich sie häufig ziehen werde. Deswegen, wir werden es, glaube ich, nicht machen. Ich könnte natürlich das jetzt machen und einfach zum Shop hier hingehen. Ne? Also quasi hier Resting Site und dann zum Shop hier. Und dann einfach die Curse removen, dann hätten wir ein bisschen Free Gold. Allerdings kostet die nächste Card Removal, das nächste Card Removal kostet dadurch dann auch mehr. Und noch dazu kommt, wir können dann im Shop halt wahrscheinlich fast nichts anderes kaufen. Was, I don't know. Mir gefällt es besser, hier einfach zum Elite hinzugehen. Deswegen, ich glaube, wir werden hier tatsächlich disagreen. Außerdem mag ich es, dass die Serpent uns mit einem Look of Disappointment anguckt. Weil, böse Serpent und so. So. Wir gehen mal hier hin. Wir sind nicht greedy, wir gehen einfach weiter Richtung Elite Fight. Wie gesagt, das war zumindest mein Plan soweit. Hier jetzt einfach den Elite Fight zu nehmen. Und das ist leider der Elite, bei dem wir in der letzten Folge, wie gesagt, der Run ist ziemlich schnell gestorben. Die Ultra-Version von dem Elite quasi, das ist, woran ich im letzten Run gestorben bin. Hoffen wir mal, dass ich diesmal nicht wieder sterben werde an diesem Elite hier. Aber die Tatsache, dass ich hier Wallop auf der Hand habe, gefällt mir schon ganz gut, würde ich sagen. Deswegen würde ich sagen, spielen wir es einfach direkt mal. Und nehmen dadurch kaum Damage. Und dann spiele ich einfach noch Strike, damit der einfach schnell stirbt. Dann passt das. Dann passt das soweit. Vigilance hätten wir auf der Hand. 12 Block. Oh, das gefällt mir. Vigilance und dann Into Eruption. Maybe. Nee. Eruption, Strike. Das geht auch nicht. Doch. Eruption gefolgt von Deck Vigilance. Das bringt aber auch nichts. Was spielen wir hier? Das ist die Frage. Ich glaube, wir spielen einfach Vigilance jetzt und dann Strike hinterher noch einfach. Und dann passt es, glaube ich. Wenn I'm gonna call it a day, I guess. Aus Eruption komme ich sonst nicht vernünftig raus. Ich glaube, so macht es am meisten Sinn. So, nehmen wir auf jeden Fall schon mal keinen Damage. Und sind schon mal in Calm. Das haben wir schon mal gesetupt. So, das wird auf jeden Fall hier wieder Wallop werden, würde ich sagen. Wallop und dann noch ein Strike hinterher, dann passt das soweit. So, das sieht mir nochmal nach Wallop aus, um ehrlich zu sein. Wallop und dann zwei Strike. Reicht das sogar? Moment mal. 9 plus 12, ist es genug?
9 plus 4 macht 19, plus 6 macht 25, 27. Das reicht leider ganz knapp nicht aus. Das reicht leider ganz knapp nicht aus. Das heißt, wir werden jetzt hier Wallop und Strike spielen, würde ich sagen. Und dann mit Miracle defenden wir jetzt hier noch einmal. Ui, das war eventuell sogar ein Mistake. Oder zweimal, I guess, war das ein Mistake. Du nimmst 8 Punkte Damage. Ne, es war wirklich kein Mistake. Nein, nein, das ist jetzt fein. It's fine. Und wenn es ein Mistake war, war es nur meiner Mistake. Ich habe nur noch 50 HP, deswegen so groß kann der Mistake gar nicht gewesen sein. Dreamcatcher ist grundsätzlich kein so krasses Relic. Mit Watcher ist es aber ein akzeptables Relic, I guess, weil man Watcher relativ wenig Optionen außer Resten hat, um zu heilen. Deswegen, ich glaube, das ist ganz okay, mit dem Watcher das Relic da zu kriegen. Colorless Potion ist auch ganz okay, I guess, aber es gibt bessere Potions. So, hier würde ich entweder Vault oder Flurry nehmen. Fear No Evil ist nicht so krass. Boah, ist die Frage, ne? Flurry ist gut, Vault ist aber auch gut. Vault wird aber eigentlich erst dann wirklich gut. Also noch bringt mir Vault quasi gar nichts. Vault wird erst dann wirklich gut, wenn ich. Na, wie heißt's? Vault wird erst dann wirklich gut, wenn ich entweder 4 Energy habe. Oder Karten, die keine Energy kosten. Weil aktuell müsste ich alle meine Energy nutzen, einfach nur um einen neuen. Also quasi um zu redrawn aktuell einfach. Deswegen Vault ist aktuell nicht so mega, und zumindest ohne Upgrade. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir eventuell sogar Flurry einfach mit. Flurry ist eh eine mega gute Karte. Wenn nicht sogar die beste Karte mit Watcher. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier weiter. Ja, erstmal hier hin. Und dann muss ich gleich einfach in Ruhe gleich einfach überlegen, wohin wir dann weitergehen, würde ich sagen. So, Flurian Strike, I guess, ganz solide. Und dann einfach Vigilance und dann nochmal Flurry. Wunderbar. So, und das dürfte wahrscheinlich schon Lethal sein sogar, oder? 9 plus 18, oder wie viel ist das? Ja, 9 plus 18 plus nochmal 18, glaube ich sogar. Ja, das dürfte Lethal sein. Es should be lethal, Flurry ziehe ich halt auch noch. Das habe ich. Also, es war mir klar, dass ich Flurry noch ziehe, aber ich habe es gerade einfach noch gar nicht mit reingerechnet. Nur weil das Strike hier eh schon ausreicht. Wunderbar. Das ist Lethal. Swivel. Gain 8 Block. The next attack you play costs 0. Das würde nur funktionieren in einem Deck mit Turret Attacks, was wir aktuell noch nicht wirklich haben. Also, es wird auch funktionieren, I guess. Aber so gut funktioniert es noch nicht. I don't know. Protect ist eine nice Karte. Gain 16 Block. Ich glaube, eine Copy von Protect könnte man mal random Deck, würde ich sagen. Einfach nur, weil die Karte retained ist halt auch. Das nimmt so ein bisschen die Randomness aus den Draws, weil wenn du Protect ziehst und nicht sofort nutzen musst, hast du halt garantiert für die nächste Karte schon mal eine Blockkarte auf der Hand. Ich glaube, Protect nehmen wir mal mit, würde ich sagen. Protect ist usually ein relativ solider Pick, glaube ich. Ja, ich glaube, wir nehmen Protect mit, oder? Ja, ich würde sagen, wir nehmen Protect mit. Das machen wir mal. Protect kann man eigentlich auch nicht allzu schnell falsch machen, würde ich mal behaupten. Und dann geht's hier weiter. So. 7 plus 6 Damage ist einiges. Aber wir haben eh genug Block auf der Hand, theoretisch gesehen. Das sieht mir nach einem Full-Block-Zug aus, einfach, glaube ich sogar. 8 plus 8 macht genug Block, deswegen ja, das machen wir, oder? Oder mit mal? 8 plus 5 macht 13 Block. Was wiederum auch genug Block wäre. Und dann noch ein Strike-Teil, maybe. Aber mir gefällt es hier schon mal kaum zu setup, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist sinnvoller. Ich weiß nicht, warum ich bei dem Fight gerade so lange nachdenke. Das ist halt eh so ein easy Fight, so ein schwacher Gegner. Dass es eigentlich absolut keine Rolle spielt, aber oh well. Oh well, okay, let's see. Kann ich den einfach killen? 9 plus 6 macht 15, 19 Damage und er hat 21 HP. Schade. Schade Schokolade. Dann würde ich sagen, protecten wir einfach. Striken den hier einmal damit. Flurien den hier einfach einmal. Und dann passt es soweit. Wunderbar. Und jetzt würde ich sagen, walloppen wir den hier hinten. Damit ist er tot. Und striken den hier vorne und dann passt es. Wunderbar, Fire Potion, let's see, Conclude. Nirvana, whenever you scry, gain 3 Block. Eventuell nehmen wir MT Fist mit, um einfach eine Möglichkeit zu haben, aus der Stunts rauszukommen, aus der aktuellen. Das werde ich mal tun, glaube ich.
Und dann bräuchten wir noch ein, zwei Karten, die uns eventuell into Wrath und into Calm rein guiden könnten. Also in die Stars überhaupt reinversetzen könnten. So wollte ich jetzt hier lang gehen. Und dann sind wir, glaube ich, gesetup pretty much. Ich glaube, der Plan war es, links außen dann zum Shop, ne? Ja, links außen über das Fragezeichen, über die, also quasi, ne? Also hier so lang und danach da. Das war, glaube ich, der Plan. Und ich glaube, daran hat sich nicht so viel geändert. Deswegen würde ich sagen, machen wir das mal so. Bag of Preparation. At the start of each combat, draw two additional cards. Ist natürlich schon relativ solid eigentlich. Aber die Frage ist jetzt natürlich, ist mir das solid genug? Und die Antwort lautet, ist halt nur im ersten Zug, ne? Ich glaube, wir nehmen eine Sapphire Key hier. Es ist kein schlechtes Relic, aber ich habe das Gefühl, ich kriege noch ein besseres Relic. Dass ich dann sonst quasi ablehnen müsste, eventuell. Ich habe das Gefühl, da ist noch mehr drin. Ist auch nur so eine kleine Misttruhe gewesen. Ihr habt es ja gerade selber gesehen. Es war nur so eine ganz kleine Truhe. Ich habe das Gefühl, da sind noch bessere Relics drin. Und wir brauchen aktuell auch nicht unbedingt mehr Relic Power, glaube ich. Das passt, glaube ich, soweit. So, Upgrade, Transform, Remove. Ich glaube, wir transformen einen Strike, maybe. Achso, genau, lesen. As we come to a dead end and begin to turn around, walls slam down from the ceiling, trapping you. Three faces materialize from the walls and speak. Forget what you know. I require change and if you want to pass. Aber wir wollen weder passen noch forgetten. Wir wollen change requiren, um einen neuen Space zu sehen oder so. Wir werden jetzt transformen. Und zwar transformen wir. Wir transformen den zweiten Strike und ich möchte. Ich sag mal, was ich möchte. Was möchte ich für eine Karte? Sagen wir mal, ich möchte einen Calm Generator. Ja, einen Calm Generator, bitte. Wir nehmen bitte einmal einen Calm Generator. Und kriegen Battle Him. At the start of each turn, add a smite into your hand. Retain, deal 12 damage, exhaust. I'm actually not sure, ob ich diese Karte überhaupt mag. weil die Smites kosten halt ein Energy to use, ne? Und kloggen nach und nach die Hand ab. Deswegen, Wobei dann wiederum 12 Damage ist schon ordentlich, ne? Satisfied, the walls. Satisfied? Ich weiß nicht, ob es gerade so emotional so. Satisfied, the walls in front of you merge back into the ceiling, leaving a path forward. Leave. Ich lasse es jetzt mal so stehen. Weil ich es einfach lustig finde. Ich habe es gerade aus Versehen irgendwie einfach so emotionless angefangen, Wort zu lesen. Dann wollte ich es korrigieren und jetzt, I don't know. Lass uns einfach so stehen. das muss man natürlich so vorlesen. Das ist hier wieder die Hidden Lore. In Wirklichkeit stehen die einfach so komplett emotionslos vor dir und so satisfied. Blablabla. So, der emotionless Encounter. Das ist die Hidden Lore in diesem Spiel, die wieder keiner kennt. Außer mir und meinem wahnsinnigen Hirn, das jetzt gerade hier konkoktet hat. Apparently. So. Was upgraden wir jetzt? Ich muss sagen, Wallop zu upgraden gefällt mir, Flurry zu upgraden gefällt mir. Vigilance könnte man auch upgraden, Eruption könnte man billiger machen, theoretisch gesehen. Das ist natürlich auch eine ganz solide Option, aber ich glaube, wir upgraden Wallop oder Flurry. Einfach nur, weil mir das ganz gut gefällt. Und ich würde sagen, wir upgraden vielleicht sogar Wallop, weil Wallop ist, ich meine, Flurry ist eine Karte, mit der wir, also eine unserer Main Damaging Karten, wird es quasi sein, mehr oder weniger, dann früher oder später. Einfach nur, weil das halt, ne, so Watcher-Decks laufen in der Regel immer darauf hinaus, dass man oft die Stances switcht und so weiter und so fort und dann zieht man auf Flurry und dann und so weiter und so fort. Aber Wallop ist erstmal, glaube ich, eine gute Karte für Consistency, weil es halt offensive ist und auch defensive gleichzeitig. Deswegen, ich glaube, wir upgraden einfach Wallop. Das gibt uns gleichzeitig mehr Damage und mehr Block. Das ist, glaube ich, eine ganz smarte, ganz solide Option. Dann nehmen wir jetzt hier den Shop mit. Weil es gesagt, nehmen wir diesen Shop jetzt hier mit. Das war zumindest mein Plan. Gain 7 Blocks, Cry 3. Study at the end of your turn, shuffle an insight into your draw pile. Okay. Your next attack deals 5 additional damage. Ist auch nicht so krass. Good Instincts ist auch nicht schlecht. Kostet nämlich keine Energy und würde Block gehen. Also logischerweise, die Karten gibt es auch noch, aber die sind zu teuer. Deswegen die consider ich halt gar nicht. Oder wir removen einfach eine Karte. Wo ich sagen muss, mir gefällt Study. Oh, Study kostet aber 2 Energy, ne? Ui. Huiuiui, das ist, ja, Energy-Kosten-mäßig ist das schon so eine Hausnummer, würde ich sagen. 2 Energy aktuell noch. Ich glaube, wir spielen es hier erstmal safe und removen einfach erstmal nur einen Strike oder sowas. Ja, ich glaube, wir können in aller Ruhe einen Strike removen. Wir haben mittlerweile genug andere Karten, die in irgendeiner Form Damage dealen können. Ich glaube, wir removen einfach einen Strike und dann passt das. Ich würde ja sagen, Study könnte ich auch mitnehmen, aber Study, das ist ein bisschen risky, weil 2 Energy ist schon relativ teuer aktuell. Also noch, wir haben noch keinen Energy. Schlag mich tot.
Ihr wisst bestimmt, was ich meine, oder vielleicht auch nicht. Wow, Battlehelm Upgrade, das ist so nutzlos. Dadurch die Karte halt einfach nur innet, was sie so oder so quasi ist. Deswegen wird den do a whole lot, I guess, aber. Oh well, so, Vigilance, ich könnte theoretisch noch Miracle und Empty Fist spielen, aber es bringt mir aktuell nicht viel. Ich würde lieber erstmal ein bisschen setupen, würde ich sagen. So, ich könnte das Setup an der Stelle sogar finishen, ne? Macht das Sinn, das jetzt hier zu finishen, das Setup? Eruption für 9 und dann Smite hinterher für 24 und dann nochmal Strike hinterher für nochmal 12. Wäre schon ordentlich eigentlich. Na, wir warten nochmal einen Zug, würde ich sagen. Einen Zug können wir noch warten, also warten wir noch einen Zug und gain noch einen Smite in die Hand. So, ha. Ja, gestern schon die beiden Smites, oder? Oder spare ich mir die auf für einen Zug, indem ich quasi in meinen Offensive Mode switchen kann? Das ist die Frage natürlich. Aufwachen tut der Gegner jetzt so oder so. Ich glaube, ich spiele einen Smite und einen behalte ich erstmal auf der Hand. Maybe. Wobei, so schnell werde ich die Chance nicht mehr kriegen, quasi zwei Energy zu waste in Anführungszeichen auf einen Offensive Move. Ne, wir spielen, glaube ich, beide jetzt in diesem Zug einfach. Ja. Ja, doch, ich glaube schon. Weil Warlock werden wir früher oder später, sag ich schon, wenn wir eh noch genug Chancen kriegen, in so einem Fall zu spielen, wahrscheinlich. Einfach nur, weil Warlock halt, Warlock ist, ich hätte den Miracle jetzt spielen können, I guess, aber ich glaube, den Miracle, den behalte ich auch lieber noch kurz, zumindest ein bisschen auf der Hand. Für einen vielleicht sogar noch besseren Zeitpunkt. Oh, wir haben Empty Fist auf der Hand und ich glaube, wir haben auch Flurry in der Discard Pile. Ui, das sieht mir nach einer guten Kombo aus. Ja, das ist ein besserer Zug für Miracle, würde ich sagen. Fangen an mit Eruption. Drücken Flurry hinterher. Dann drücken wir Smite für 24 hinterher. Dann Empty Fist und am Ende protecten wir einfach, würde ich sagen. Ja, am Ende protecten wir jetzt einfach mit Hilfe von Miracle. Wunderbar, 16 Block. Oh, ne, 2 Meter Fan wird auch noch 16 Block geben, der Moment. Das macht also quasi keinen Unterschied. So, wir haben 2 HP Damage genommen gerade leider. Das war quasi nicht wirklich avoidable allerdings, deswegen jetzt fein. So, der will jetzt nochmal 18 Damage reinkloppen. Defend plus Vigilance wäre, glaube ich, nicht ganz genug für Full Block, oder? 8 plus 8 macht 16. Hm. Haben wir Lethal? Wait, das sollte ich auch mal überlegen. 9 plus 12, also plus 24 quasi. Wir haben actually Lethal, oder? Ja, wir haben Lethal, ich bin so doof. Wir haben eh schon Liefel. What am I even thinking about? So, 35 Gold, eine Mango für mehr Max-HP, wunderbar. Und gleichzeitig ein bisschen Heal halt. Den Key haben wir auch gekriegt, natürlich. Bottle Miracle, add to Miracle to your hand. Ist auf jeden Fall auch eine ganz nette Potion. Deswegen, ich würde sagen, da gehen wir mal die Catalyst Potion vorweg. Und zu guter Letzt können wir noch eine Karte adden. Retain into Rough Exhaust. Das wäre noch ein Way into Rough rein. Oder wir nehmen Halt mit. Gain 3 Block für einen Rough, gain 9 additional Block. Aber ich glaube, Halt ist nicht unbedingt zu dem Move aktuell. Weil wir halt auch Wallop haben. Wallop ist quasi so ähnlich wie Halt. Wallop gibt uns halt in Rough halt auch mega viel Block. Deswegen, ich glaube, wir nehmen Crescendo mit. Einfach nur, um noch einen Way into Rough rein zu haben, actually. Das klingt auch ganz solid. Und dann gehen wir jetzt hier in diese Richtung weiter. Und ich würde sagen, ich gucke gerade auf meine schlaue Aufnahmeuhr, aka mein Handy. Bei dem gerade der Timer einfach läuft. Übrigens, in case you're curious, ja, so time ich meine Aufnahmen, also oder meine Aufnahmezeit. Ich nutze einfach den Timer auf meinem Handy. Und der Timer, die schlaue Uhr auf meinem Handy sagt mir, dass ich noch genug Zeit habe, um den Boss in dieser Folge auch noch zu machen oder auch noch zu killen. Also zu versuchen, ihn zu killen und ihn hoffentlich auch dann actually zu killen. Deswegen, das werden wir dann wahrscheinlich tun, I guess. So, I guess wir spielen jetzt einfach Wallop auf den hier und spielen Battlehelm und Flurry auf den anderen wahrscheinlich sogar. Oder vielleicht auch auf den, dann ist halt ultra low. Not entirely sure. Wallop auf jeden Fall auf den, würde ich sagen. Dann haben wir schon mal genug Block. Flurry auch auf den, maybe. Oder auf den, ich glaube auf den anderen sogar eher, weil den kriege ich safe schon im Strike auch down. Und spielen einfach Battlehelm, um das einfach auch schon mal zu setupen. Wunderbar. Und dann haben wir eventuell sogar jetzt schon Lethal. Ist das Lethal? Das might be lethal, actually, damit wir gebaut werden. Wir haben Miracle Plus. Damit dürfte es lethal sein. Let's see. Crescendo into Smite ist auf den lethal. Und dann haben wir noch einen Strike. Haben wir da genug Energie? Da haben wir eh genug Energie. Ja, das ist lethal. Das müsste zumindest lethal sein. Jawollo, das ist lethal. Wunderbar.
Da muss ich mir auch keine Sorgen darüber machen, dass ich jetzt hier vulnerable bin oder sowas, weil einfach beide Gegner im selben Zug gestorben sind. Gain 4 Block, add a Safety into your hand. Safety retain, gain 12 Block Exhaust. That's interesting. Also das hier ist quasi Gain 7 Block. Also wenn man die Karte upgradet. Wenn man die Karte upgradet, ist das quasi 7 plus, das sind quasi 19 Block für 2 Energy. Und 12 von den 19 Blocks sind playable anytime, mehr oder weniger. Deal 7 Damage for each enemy in combat. Deal 10 Damage for each enemy in combat. Okay. Gain 7 Block, empty your stance, natürlich auch nicht schlecht. Empty your stance vor allem, exit your stance. Ich glaube, wir nehmen Deceive Reality hier mit. Ich muss sagen, das gefällt mir ganz gut, dass wir hier eine weitere retainte Blockkarte haben. Machen wir das? Oder nehmen wir Empty Body mit? Hui, wir haben viele retainte Karten, actually. Wobei die Karte selber wird nicht retained, ne? Dann ist es doch kein Problem. Weil sonst hätte ich gesagt, nehmen wir sie nicht mit. Weil ich ein paar mehr Karten brauche, die ich actually ziehen muss, damit Flurry etwas länger in der Discard Pile bleibt einfach. Weil aktuell bleibt Flurry nicht so lange in der Discard Pile. Mir gefällt die gut. Ich muss sagen, mir gefällt das hier für Reality gut. Wir nehmen die Karte, glaube ich, mit. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den Spot hier. Und ich glaube, wir upgraden auch direkt das hier für Reality. Einfach nur, weil mir das ganz gut gefällt, die Karte zu upgraden. Das ist relativ viel Block, den man damit generieren kann. Deswegen würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Ja, das machen wir so. Wunderprächtig. Dann würde ich sagen, proceeden wir mal. Und dann haben wir hier den sehr, sehr nervigen Defense-Mode-Boss. Aber so nervig ist er nicht. Ich finde ihn nicht so stark, um ehrlich zu sein. Ich finde es nur nervig. Also er stallt relativ lange durch seinen tollen Defense-Mode halt immer wieder mal. Deswegen, ja. Deswegen finde ich halt ein bisschen nervig. Das sieht mir nach einem reinen Attack-Move aus hier. Nach einem reinen Attack-Zug. Und genau das machen wir jetzt auch. Immerhin Protect hätten wir auch noch auf der Hand. Dann könnten wir es zur Not protecten, falls notwendig. Aber im Endeffekt ist es gar nicht notwendig, denn wir haben auch Crescendo gezogen. So, Crescendo, danach Strike für 12. Flurry für 8. 12 plus 8 macht Dingens. 20. Was leider nicht genug ist, weil er halt noch 9 Blockpunkte hat aktuell. Oh well. That's actually kind of annoying. Protect für 12. Ich habe eh noch 62 HP, merke ich gerade. Ist also. Oh, wir haben außerdem noch die Fire Potion. Und ich spiele immer so selten Potions. Ich spare mir die irgendwie immer schon bis für den Final Boss auf, mehr oder weniger. Einfach nur, weil ich mir so denke, so, oh, die Potion ist gut für den Final Boss. Die Fire Potion kann ich actually an der Stelle einfach mal spielen. Und kann dann actually doch hier auf Big Damage gehen. Wenn ich das mache. Denn damit kann ich ihn einfach forcen zu switchen in seinen anderen Modus. Und dann können wir sogar noch die Power setupen. Wunderbar. Das ist nur leider etwas risky, weil wir jetzt hier immer noch in Wrath drin sind. Aber wir haben, glaube ich, genug Ways out of Wrath mittlerweile. Normalerweise zumindest. Ja, normalerweise, sagte ich. Und stellte dann instantly fest, dass ich genau jetzt natürlich keine Way out of Wrath habe geplant. Aber ist, glaube ich, halb so dramatisch, denn wir haben ziemlich dicken Damage auf der Hand, muss ich sagen. Und noch einiges am Block und wir haben Miracle Plus haben wir auch noch. Ich würde sagen, wir protecten mal hier an der Stelle. Als allererstes. Ja. Wir protecten. Dann spielen wir das Miracle Plus. Dann spielen wir Wallop und gehen damit noch mehr Block. Und danach smiten wir noch einmal rein. Wunderbar. Und haben damit genug Block und einiges an Damage gedealt. So, 16x2 ist jetzt aber wirklich einiges. Das wären 32 Punkte Damage. Ich glaube, hier muss ich sogar auf Full Block gehen, leider. Ach, das war Protect. Eieiei, das war ein Mistake. Oh well, ist aber auch halb so dramatisch. Wir haben eh noch genug HP normalerweise, um das jetzt hier relativ casually überleben zu können. Besonders, wenn ich diese Hand jetzt hier, die definitiv not bad ist. 10x4 sind 40 Damage, das wäre Lethal auf mich. Vielleicht habe ich aber auch schon Lethal auf ihn. Actually ist es nicht Lethal auf mich, weil ich Wallop habe, womit ich wiederum 24 Block kriege. Außerdem kann ich ihn nicht eh instantly zurück in seinen anderen Modus reinforcen. Ja, kann ich. Nevermind, ist eh komplett wurscht. Er wird eh keinen Damage stehlen. Ich kann ihn instantly einfach dazu forcen, den Mode wieder zu switchen. Wunderbar. Kann damit einfach weiterhin im Offensive-Modus bleiben. Ah, Empty Fist ist actually sehr, sehr nice. Hier an der Stelle gerade. Mit Flurry vor allem auch wieder. Fangen wir mal an mit Flurry, würde ich sagen. Ei, kann ich gar nicht, merke ich gerade. Wir müssen erst irgendwie Block generieren, zumindest ein bisschen.
Womit generieren wir jetzt Blocks, die Frage? Wait, 28, 24 und 8. Wie viel ist das? Das ist doch, ist das nicht sogar fast, das könnte sogar Level sein. Maybe ist es sogar Level. How close to Level ist es? Also, wir fangen an mit 24. Dann noch 8. Damit sind wir auf 32. Dann 20 sind 52. Das sind 60. Damit ziehe ich Flurry nochmal für 64. Und dann habe ich nochmal Eruption für 9, glaube ich. 64, das sind 72 und dann, das ist Lethal, oder? I believe, das ist Lethal, selbst wenn es nicht Lethal ist, werde ich davon nicht sterben normalerweise. Deswegen werde ich es einfach mal spielen, würde ich sagen. Ja. Also, was hat der Plan? Ich glaube, erst Smite. Na, erstmal Flurry. Dann Smite. Dann Empty Fist. Yes. Dann Flurry. Dann Eruption. Und dann nochmal Flurry und damit haben wir ihn. Wunderbar. Ich habe leider einiges an Damage genommen, aber es ist relativ wurscht, weil das ist Ascension 0. Ohne Ascension, ohne alles. Das ist nach jedem Akt hielt man sich wieder hoch auf Full. Deswegen ist es relativ egal. So, was nehmen wir jetzt hier mit? Deus Ex Machina, unplayable. When you draw this card, add two miracles to your hand and exhaust. Okay, interesting. Kann man das upgraden? Add three miracles to your hand. Okay. Das ist also quasi ein One time per combat energy generator. Deal 12 damage, deals additional damage equal to Mantra gain bis combat. Das ist natürlich auch not bad. Brilliance funktioniert gut mit dieser einen, was war das, was eine Power? Oder was ein Skin? Eine Power muss das sein. Mit dieser Power, die jeden Zug Mantra generiert. Also automatisch, ohne irgendwas zu machen. Das ist natürlich schon not bad. Brilliance. Vault ist aber, ich glaube, Vault ist, also Brilliance ist, das Ding ist, Brilliance ist gut, wenn man schon einen Mantra-Generator hat. Wir haben noch keinen Mantra-Generator, damit ist Brilliance nutzlos. Also noch. Vault ist universally aber in fast jedem Deck gut. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir Vault mit. Und ja, machen das einfach erstmal. Weil ich glaube, Vault ist hier einfach der safere Pick. Brilliance ist halt auch, das klingt extrem stark. Ich habe die Karten noch nie in einem Deck gehabt. Ich hatte noch nie ein Deck mit Mantra Generation und dann Brilliance on top. Aber ich kann mir vorstellen, dass Brilliance relativ gut ist. Aber ich glaube, Vault ist einfach das safere Pick. Deswegen, allein deswegen nehme ich jetzt Vault. Und hoffe, dass wir jetzt irgendwie einen Energy-Generator Relic kriegen. Ja, das ist natürlich das einzige Energy-Generator Relic, das mir nicht gefällt. Und das mir wirklich überhaupt nicht gefällt, sagen wir so. Gain Energy at the start of your turn. You can no longer see enemy intents. Das ist das einzige Energy-Generator Relic, bei dem ich mir aktuell keine, also wirklich absolut gar keine Situation vorstellen könnte, wo ich es freiwillig nehmen wollen würde. Weil, aus dem sehr, sehr, weil wegen aus dem sehr, 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 sehr einfachen Grund, dass ich mich noch nicht gut genug mit den Gegnern und den Attack Patterns auskenne, dass ich sagen würde, dass ich das da einfach mal casually nehmen kann. Das kenne ich mich einfach zu wenig mit den Gegnern aus. Und außerdem Damage, den die so dealen und so weiter und so fort. So. Better not. Das brauchen wir auch nicht wirklich. Runic Pyramid, das bringt uns nicht viel. Oder nicht genug, würde ich sagen. Runic Pyramid bringt uns einfach aus dem Grund nicht genug, dass wir zu viele retainte Karten haben. Und damit wahrscheinlich unsere Hand komplett abkloggen würden. Und dann vor allem auch Battlehelm zum Beispiel. Würden wir damit absolut nutzlos machen. Oder sehr, sehr nutzlos machen. Oder sogar counterproductive. Weil wir damit halt, wie gesagt, unsere Hand kloggen würden. Und dann teilweise keine Karten mehr ziehen könnten. Deswegen, ich glaube, das ist auch nicht der Move. Wir nehmen hier tatsächlich Sacred Bark. Double Effectiveness of Potions. Wir nehmen einfach Sacred Bark und passt es. Damit callen wir es in Day, würde ich sagen. Wir kriegen dadurch sogar 4 Miracles durch die Potion. Und 10 Dexterity durch diese Speed Potion hier. Ja? Was auch definitiv ziemlich nice ist, würde ich sagen. Und damit würde ich aber auch sagen, nachdem ich jetzt diese letztendlich leichte, aber dann doch irgendwo schwere Wahl gemacht habe. Weil ich, also leicht ist im Grund, dass die anderen Sachen einfach quasi semi-unpickable waren. Semi-unpickable bis completely unpickable für mich. Aber ich muss erstmal ein bisschen drüber überlegen, was ich davon jetzt nehme. Nachdem ich diese schwere Geburt jetzt hinter mir habe, würde ich sagen, wählen wir jetzt noch den nächsten Pfad aus, den wir dann nehmen werden. Und danach werde ich mich erst von euch verabschieden, denn wir sind mal wieder am Ende der Folge, damit wir jetzt angekommen. Typischerweise kille ich meistens immer einen Boss, beziehungsweise finish einen Akt pro Folge und dann beende ich die Folge und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Das ist immer so, wie ich das meistens so mache. Einfach nur, weil es zeitmäßig so aktuell am besten funktioniert, sag ich mal. So, da hätten wir 1, 2, 3, 4 Resting Spots. Krass, okay. 4 Resting Spots auf dieser Route hier. Also auf dieser Route. Quasi hier so runter. Und ein
ziemlich safe ein Elite zwischen den Resting Spots, deswegen ist er halt ziemlich safe. Weil ich halt vorher healen kann, ich kann nachher healen, das ist ziemlich nice. Alternativ ging auch diese Route hier, I guess. Da hätten wir vorher noch einen Shop, den hätten wir hier nicht, I guess. Haben wir danach noch irgendwie auf der Route einen garantierten Shop? Ich glaube nicht. Haben wir viele Fragezeichen, dass da vielleicht da ein Shop dabei sein könnte? Ich sehe nur eins. Ah, hier hätten wir noch einen Shop. Okay, wir könnten uns auch den Shop nehmen. Ich würde aber, glaube ich, dazu tendieren, hier so lang zu gehen. Oder hier so lange zu gehen, I guess. Ja. Oder wir gehen hier lang. Zwei Fragezeichen. Aber ich glaube, wir nehmen einfach diese Route hier. Um jetzt nicht noch großartig länger darüber nachdenken zu müssen. Wir gehen, glaube ich, einfach hier so lang. Also hier, hier und dann da. 172 reicht, um eine Karte zu removen, aber nicht um zwei zu removen. Vor allem, weil dann hier nur ein Fight wäre, würden wir wahrscheinlich nicht genug Gold kriegen. Ja, wir nehmen diese Route hier, würde ich sagen. Wir nehmen diese Route. Und haben ein Fight gegen ganz viele lustige Vögelchen. Mal wieder. Ja. Ich habe überlegt, ich einfach in der nächsten Folge dann drüber, was ich jetzt hier machen werde. Wie gesagt, ich wollte es eh schon beenden. Ich habe kurz überlegt, ob ich den Fight noch mache. Weil irgendwie, ich finde diesen Fight gegen diese drei Vögel, gegen die Birds, mit E natürlich. Properly misspelled, wie man das natürlich tut. Den finde ich immer relativ enjoyable, muss ich sagen. Ich weiß nicht warum. Ich habe irgendwie Spaß in diesem Fight gegen diesen Gegner hier. Oder gegen diese drei Gegner. For some reason habe ich daran immer Spaß. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil sie so ridiculous aussehen. Vielleicht weil die einfach satisfying finden, dass wenn sie angreifen, man irgendwie direkt fünf so Angriffsanimationen immer gestackt sieht. So nacheinander. Aber ja, den Fight finde ich immer enjoyable. Aber da werde ich dann in der nächsten Folge den Fight enjoyen können. Wie gesagt, an dieser Stelle werde ich jetzt die Folge beenden, würde ich sagen. Und damit würde ich wiederum außerdem auch noch dazu sagen, dass ich euch damit dann an dieser Stelle noch einen wunderschönen Resttag wünschen werde. Weil das tue ich am Ende jeder Folge eigentlich. Ja, ich wünsche einen schönen Resttag, macht irgendwas Schönes, irgendwas Angenehmes, irgendwas Produktives vielleicht auch, I don't know, irgendwas Nices halt. Macht irgendwas Schönes heute. Das wäre es von mir für die heutige Folge. Schaltet auch lieben gerne beim nächsten Mal wieder ein. Lasst mir lieben gerne ein Abo da. Ich weiß nicht, ob ich dieses Video überhaupt erwähnt habe. Ich versuche es nämlich sonst immer so einmal pro Video zu erwähnen, aber falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte, dann ja. Dann ja, lasst mir lieben gerne ein Abo da. Würde mich sehr unterstützen und auch sehr freuen, also mich und meinen YouTube-Channel hier. Deswegen. Lasst mir lieben gerne ein Abo da, falls euch mein Content gefällt, würde mich sehr unterstützen und wäre für euch auch positiv und von Vorteil, denn dann kommt ihr in Zukunft immer schön Upload-Benachrichtigungen bei neuen Uploads. Wie auch immer, das wäre es für das heutige Video, würde ich sagen. Schalt auch beim nächsten dann lieben gerne wieder ein. Da geht es dann weiter durch Akt 2 durch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.